Herzlich willkommen allen, die hier sind. Ich freue mich, dass ihr da seid. Kein Mensch von Ihnen kennt wahrscheinlich, also stimmt nicht ganz, es gibt 2, 3 oder 4 Leute, die mit meinem Namen etwas anfangen können, Klaus Hugler. Es gibt wahrscheinlich noch weniger Leute, die mit dem Namen Moritz von Egidi etwas anfangen können. Es gibt Menschen und es gab Menschen, die sind ein Programm gewesen. Die sind also von überzeitlicher Bedeutung gewesen und ihr Werk und ihr Name ist heutzutage weitgehend vergessen. Bei Egidi ist es so, es gibt eine Egidi-Siedlung in Berlin, es gibt eine Egidi-Straße in Potsdam, es gibt eine Egidi-Straße in Wiesbaden. So ist das nicht. Aber wie soll ich mich Ihnen vorstellen? Gestern gab es hier an dieser Stelle eine kleine Konferenz. Alle Leute, die hier auftreten, waren da so beieinander. Da fiel das Wort Poesie. Ja. Und das hat mich auf folgende Gedanken gebracht, dass ich mich Ihnen auf diese Weise vorstelle. Weil diese Weise der Vorstellung hat etwas mit dem zu tun, was in den nächsten 1,5 Stunden passieren soll. Vor etwa 20 Jahren schrieb ich in einer stillen Stunde Folgendes, was in gewisser Weise programmatisch für mein weiteres Leben und bis heute geblieben ist. Als ich ein Kind noch war, war das Leben heil und wunderbar. Der Garten blühte hinterm Haus, nichts zog mich in die Welt hinaus. Doch schon als Knabe ward mir vieles Schein. Das soll nun meine Heimat sein. Der Krieg geht weiter und die Lüge bestimmt das menschliche Gefüge. So ging ich fort und suchte nur das Glück allein noch in der Subkultur. Durch Freudenzwang und Modetrend wurde mir auch diese fremd. Die Fassadenwelt mit ihrem Glanz ist Hülle nur. Die Seele fällt ihr, die Substanz, das ist die innere Kultur. Da wandte ich dann meinen Blick in die Geschichte und zurück. Wovon lebten unsere Alten? Welche Kraft hat sie erhalten? Und ich fand die Weltanschauung für die eigene Erbauung. Neu entdeckte ich die Natur, fand die innere Kultur. Dort ist meine Heimat nun und die Quelle für mein Tun. Neues Leben kann man weben, aus dem Inneren erleben. Die innere Kultur, das neue Leben weben, das ist meine Sache gewesen. Ich habe das seit 25 Jahren etwa zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Ich habe das getan, indem ich beispielsweise über Tolstoi gesprochen habe und geschrieben habe. Und ich habe das getan, indem ich über Dostojewski spreche und mit ihm rumreise und habe auf diesem Wege auch Moritz von Egidi entdeckt. Moritz von Egidi. Wie sind wir zueinander gekommen und was hat seine Mission mit meiner Mission und mit meinem Leben zu tun? Das ist also Gegenstand der Sache, denn darin liegt das begründet, was für unsere Zeit heute auch noch inspirierend ist. Ich bin in der DDR, also der Deutschen Demokratischen Republik, geboren. Wie in der Bundesrepublik Deutschland galt zu meiner Jugendzeit die Wehrpflicht für Männer. Im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland, wo man erfuhr, dass es einen Zivildienst gibt, wurde man in der DDR nicht darüber informiert, dass es auch in der DDR die Möglichkeit gab, in Uniform, aber ohne Waffe, den Wehrdienst zu absolvieren. Ich hatte das Glück, dass ich in die Subkultur gekommen bin
und in der Szene viele Leute kannte, so dass ich damals in einem sozialistischen Großbetrieb arbeiten im Wehrkreiskommando gewesen bin und erklärt habe, ich würde keine Waffe nehmen. Ich möchte als Bausoldat meinen Dienst absolvieren, weil mir jemand zugeflüstert hatte aus der Generation meiner Großväter, als ich sie mal fragte, was habt ihr denn gelernt aus eurer Kriegserfahrung daraus, dass ihr an dem Krieg teilgenommen habt, im Zweiten Weltkrieg. Und da sagten mir diese Leute, das heißt, es war einer, der mir das sagte, was ich mir im Stillen zu Herzen genommen habe. Die anderen trauten es sich nicht oder hatten andere Gründe dafür, mir das zu sagen. Jemand sagte mir damals im Stillen, weißt du was, Klaus, ein Deutscher soll nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Und ich hatte mir damals als Junge die Worte zu Herzen genommen und sagte, das werde ich auf keinen Fall tun. Und nun hatte ich die Möglichkeit. Die Jahre vergingen, vor 40 Jahren etwa, ich war verheiratet, und es gab die letzte Möglichkeit, mich zum Wehrdienst zu ziehen. Meine Tochter war geboren und da meldete sich das Wehrkreiskommando. Meine Frau sagte damals zu mir, na, du kannst es doch so machen, wie alle das machen. Und ich hatte mich inzwischen in geistiger Hinsicht verändert und hatte gesagt, ich werde nie machen, was alle machen. Ich war damit in einen persönlichen, schweren Konflikt hineingeworfen und sagte, wie soll ich da eine Entscheidung finden? Und damals war in der Deutschen Demokratischen Republik waren die Lebenserinnerungen der Bertha von Suttner erschienen. Ich las diese Lebenserinnerungen und ich stellte fest, dass für Bertha von Suttner ein Mann namens Moritz von Egedy eine Inspirationsquelle gewesen ist, bedeutungsvoller als etwa Alfred Nobel. Alfred Nobel gab Geld für die Friedensbewegung, weil er sich also durch die Erfindung des Dynamits schuldig gemacht hat in mehrfacher Hinsicht, aber Moritz von Egedy lieferte weiterführende Ideen. Ich kam danach nach Potsdam und stellte fest, als ich nach Potsdam kam, dass ich Egedys Todestag damals zum 100. Mal jährte. Und das hat dazu geführt, dass es also ein Buch gab, den Vorgänger von diesem Buch, das mit den Steuermitteln bezahlt worden ist und innerhalb von 3 Monaten der Landeszentrale für politische Bildung aus den Händen gerissen worden ist. So stürzten sich einige Verlage darauf, diesen merkwürdigen Menschen wieder in die Erinnerung zurück. Und so kam es zu diesem Buch, was dieser Sache zugrunde liegt. Um Egedy zu verstehen, sind 3 Vorbemerkungen wichtig. Und dann möchte ich mit Ihnen anschließend seinen Lebensweg durchgehen und auf seine Botschaft zu sprechen kommen. Egedy selbst nannte seine Bestrebungen, ich zitiere das mit seinen Worten, er sagte, er wolle das, was alle wollen. Und weil er davon überzeugt war, alle Menschen wollen in Glück und Frieden leben, war er auch der Überzeugung, dass jeder Einzelne, unabhängig vom politischen Amt, unabhängig vom sozialen Stand, etwas zu diesem Frieden beitragen könne. Egedy hat nie einen Unterschied gemacht, obwohl er selbst dem Adel entstammte und im Grunde genommen einer Elite gehörte, zwischen den einfachen Menschen, die Nachtwächter gewesen sind, etwa in der Provinzstadt, darauf kommen wir noch zu sprechen,
oder die dem Hof angehörten. Das war also das Erste. Egedy sah in jedem Menschen das Potenzial zum Guten. Und er sah darin auch das, was die Menschen verbinden könnte und konstruktiv sein würde. Zweitens hatte er eine besondere Auffassung vom Christentum. Er war der Meinung, dass das Christentum, damit ist der Inhalt gemeint, nicht die Form einer bestimmten verfassten Kirche und schon gar nicht die einer Staatskirche oder einer religiös institutionalisierten Macht, dass also das Christentum im Grunde genommen die stärkste Ausführung des wahren Menschentums ist. Für ihn stellte sich das so dar, als wären es zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir eine Münze in der Hand haben und wir drehen die beispielsweise auf den Tisch, dann fällt sie um und wir sehen entweder die Avers oder die Revers. Das heißt, wir sehen entweder, nicht im Bilde gesprochen, das Christentum, nicht die Kirche, sondern das wahre Christentum, den inneren Kern, oder aber wir sehen das wahre Menschentum. Das ließ sich bei ihm so wenig voneinander trennen, wie eben Avers und Revers bei einer Münze sich trennen lassen. So, und das Dritte ist seine Zeitgebundenheit. Als er ins öffentliche Leben trat, hatte er die großen Themen der Lebensreform in sein politisches Programm aufgenommen, von Anfang an, auch in seinem religiösen Programm, zum Beispiel die damals sogenannte Frauenfrage. Ja. Oder wir reden jetzt also von den Jahren 1890, gleich kommt seine Lebensgeschichte und dann wird sich das enthüllen, was ich jetzt andeute. Jetzt rede ich über die Thematiken seines Lebens. Ich muss vorausschicken, dass es Frauen nicht gestattet gewesen ist, bis 1905 sich also mit Männern gemeinsam politisch zu organisieren. Deswegen finden wir in seinen Vorträgen immer die Rede von Männern, ja, obwohl er die Frauenfrage drin hatte und obwohl er 1897 in Berlin als einziger Mann beim Internationalen Frauenkongress gesprochen hat. Auch das sei vorangeschickt. Nun möchte ich anschließend seinen Lebensweg durchgehen. Jetzt kommt das erste Bild und auf seine Ideen zu sprechen kommen. Das ist also dieses Buch, in dem das dem Vortrag zugrunde liegt. Hier sind auch seine Reden drin, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen werde, aber wo ich sozusagen die Rosinen rauspicken möchte aus dem Kuchen der Reden, bildlich gesprochen. Wir gehen weiter auf das zweite Bild, nächste, ja. Dieses kleine, danke. Dieses ist die Zitadelle in Mainz. In Mainz erblickte Egedy im August 1847 das Licht der Welt. Fast zwei Jahre später wurde dort sein Sohn geboren. In dieser Zitadelle sind zwei Regimenter stationiert gewesen und sein Vater wurde im Jahre 1851 zum Hauptmann befördert und kam nach Potsdam. Bitte weiter. Auf das nächste Bild, aber nicht das übernächste. Ja, danke. Also, der Vater starb schon im nächsten Jahr in der Berliner Charité. Ich habe es nicht klären können, ob das also ein Unfall bei einer Übung gewesen ist. Jedenfalls zog die Familie vor die Tore der Stadt dorthin, wo das Berliner Tor heute ist, wo es nach West-Berlin rausgeht. Und im Grunde genommen wohnten dort die armen Leute.
Na, lass es doch stehen. Und man sieht hier, wenn man das will, sage ich mal, und sich Mühe gibt, sieht man hier einfache Leute, Proletarier, irische Kinder. Das Ganze war eine Gaststätte. Und die Leute, die als, sage ich mal, Obdachlose unterwegs gewesen sind, die sind zum Teil auch da eingestiegen. Das heißt, Egedi, der aus dem adligen Hause kam, hatte im Grunde genommen von Anfang an nie Berührungsängste mit den einfachen Volk. Er hatte also mit den Kindern der Ärmsten gespielt. Und an dieser Stelle findet sich heute die Feuerwehr und die Holzmarktstraße. Bitte weiter, das nächste Bild. Ja, da sind wir da zu weit. Bitte. Nee, die sind der Reihe nach sortiert bei mir. Ja. Nee, da kommt noch eins davor. Nee, oder wir lassen das mal. Wir sehen, ja, das hier, genau. Also hier sieht man auch nicht viel, aber Sie sehen vielleicht diesen Turm. Wenn Sie schon mal in der Schiffbauergasse gewesen sind, da steht dieser Turm heute noch in Potsdam, dass die Zichorienmühle, da befindet sich das Hans-Otto-Theater heute in der Nähe. Damals, es gibt also auch vom Theater den sogenannten Reitstall. Damals wurden dort Kasernen gebaut. Das heißt, Egedi hatte im Grunde genommen vor seiner Haustür die preußischen Militarismus immer vor Augen. Und als Angehöriger, jetzt kommt das nächste Bild, als Angehöriger des Offizierskorps kam er damals in die Kadettenanstalt. Auch das ist außerordentlich wichtig. Das Bild ist in der Zeit entstanden, als er diese Kadettenanstalt besucht hat. Heute sitzt dort die Landesregierung. Sie sehen hier die Zöglinge. Und dann sehen Sie einen Mann hier, der ein bisschen größer ist. Das ist also auch ein jugendlicher Offizier. Egedi hatte im Grunde genommen die Erfahrung gemacht in der Kadettenanstalt, also dass die Jugend dort, die Kadetten also durch junge Leute geführt werden. Die hatten also sozusagen eine Kleingruppe gehabt und für ihn ist diese Sache damals gut ausgegangen. Die Menschen, die er an der Seite hatte, an seinem Lebensweg, die waren ihm Inspiration. Also selber sich um andere zu kümmern, selber sich die Sorgen der anderen zu eigen machen. Er hatte die Erfahrung im Grunde genommen von gutem Vorbild. Und dem folgte er nach. Und das ging ratzbatz bei ihm, dass eine militärische Bilderbuchkarriere absolvierte. Das nächste Bild, bitte. Das ist es auch nicht, sondern das war das mit dem Kämpfen da, mit den Soldaten. Nee, das ist nicht. Das muss mal gucken, immer, wie die Nummer ist. Ja, Egedi kam also zum Militär in ein Infanterieregiment nach Treuenbrietzen. Und nahm also als 19-Jähriger in der Schlacht von Königgrätz teil. Und da gibt es noch ein Bild, was danach kommt und auch so ähnlich ist. Und Egedi hat sich also im Grunde genommen verdient gemacht und nahm bald danach also in Berlin an der ersten Siegesparade teil. All diese Zeit, die war deswegen historisch so wichtig, weil sie also der Reichsgründung des Kaiserreichs vorangegangen ist. Man konnte da nicht einfach hingehen zu der Parade, sondern man wurde also delegiert. Als der deutsch-französische Krieg war, hatte Egedi zuvor bei einer entfernten Verwandten seine spätere Frau kennengelernt. Machen wir weiter, bitte. Gucken wir mal auf die Nummer. Und er kam im Grunde genommen aus Preußen nach Sachsen und wechselte damals von der Infanterie zur Kavallerie und wurde Husar und war zuerst in Dresden, dann in Riesa, dann wieder in Dresden. Und als er 1890 nach
Großenhain kam. Hier sehen wir das Tor von Großenhain, dieser kleinen sächsischen Stadt. Da war Eggedi Oberstleutnant und im Grunde genommen die bedeutendste Persönlichkeit, die Großenhain da zu bieten hatte. Und er stand unmittelbar davor, ein eigenes Regiment zu kriegen. Wir schreiben jetzt das Jahr 1890. Wenn wir ein bisschen in der Geschichte vertraut sind, wird uns klar, das Sozialistengesetz ist aufgehoben worden. Der junge Kaiser wollte im Grunde genommen etwas völlig Neues in Deutschland einführen und hatte damals auch Bismarck entlassen und hatte nicht nur Bismarck entlassen, schließlich war ja der Kaiser der Herr der Kirche auch, hatte also auch Adolf Stoecker entlassen, der eine große Rolle spielte. Und Eggedi drängte es also mit seiner ganzen moralischen Kraft, dem allen Menschen zu dienen. Das heißt also, in einer Gefechtspause dieses Jahres machte sich Eggedi Gedanken, was passiert hier eigentlich in Deutschland? Ähnlich vielleicht, wie sich heute manche Leute Gedanken machen, was passiert in unserer Welt gerade. Und er fragte danach, was muss eigentlich passieren, dass grundlegend etwas verändert wird. Und in dieser Gefechtspause verfasste Eggedi eine kleine Schrift, wir lassen das Bild noch stehen, die den Titel Ernste Gedanken trägt. Und diese ernsten Gedanken, 60 Seiten, hatten es zum Inhalt, dass er sagte, man kann jetzt nicht einfach nur ein paar Leute auswechseln, sondern unser gesamtes öffentliches Leben muss auf eine neue Grundlage gestellt werden. Und er fragte sich, was kann diese Grundlage sein? Und er sagte, das Christentum ist im Prinzip eine gute Sache, aber mit dieser Kirche können wir nichts anfangen. Sie wird weder der Zeit noch den Menschen gerecht. Und deswegen verlangte er von der Kirche, dass sie sich in dieser Schrift also von dem Wunderglauben trennt und der modernen Zeit im Denken öffnet. Zweitens sagte er, man muss nicht ein politisches Programm, sondern man braucht ein dauerhaftes, ein festes Fundament für sein Leben. Man braucht ein geistiges Fundament. Und dieses geistige Fundament fand Eggedi in der Bergpredigt. Er sagte also, unser öffentliches Leben müsste nach der Bergpredigt gestaltet werden. Und das Dritte, damit das umgesetzt werden kann, muss die Kirche vom Staat getrennt werden. So, und Eggedi wollte mit diesen Sachen in der Kirche in Großenhain anfangen, ging also in den Gemeindekirchenrat hinein und dann passierte etwas, nachdem er da drinnen war, einige Wochen später wurde Eggedi, erklärte er seinen Austritt. Ich habe mich jahrelang gefragt, was ist damals in Eggedi vorgegangen und was ist damals passiert. Ich halte diese inneren Konflikte von entscheidender Bedeutung, wenn wir selbst uns fragen, was müssen wir tun, worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir selber ein anderes Programm auflegen wollen durch unser eigenes Tun und Lassen. Und erst jetzt, veranlasst durch diesen Vortrag, fand ich bei einem Mitstreiter von Eggedi folgende Worte. Also ich muss vielleicht noch mal erinnern oder sagen, Eggedi war der militärische Erzieher des späteren letzten sächsischen Königs, ja, sondern der Hochadel hat seine Leute in Eggedis, also seine Kinder in Eggedis Regiment geschickt. Und da fand ich von einem Mitstreiter von Eggedi eine Erklärung für das, was damals passierte. Weil die so viel über sein Wesen verrät, möchte ich sie kurz zitieren. Bevor Eggedi seine ernsten Gedanken im Herbst 1890 der Öffentlichkeit übergab, schickte er ein Exemplar
an seinen fürstlichen Freund und Gönner, den damaligen Prinzen Georg, jetzigen König von Sachsen, mit einem Geleitschreiben, dessen Inhalt man sich wohl vergegenwärtigen kann. Er legte ihm darin dringend mit der ihm eigenen Wärme und Innigkeit des Empfindens ans Herz, sich mit dem Inhalt seiner Bekenntnisschrift zu befassen, sie zu Herzen gehen und zur Tat werden zu lassen. Der Prinz legte Egedy in seiner sehr freundschaftlichen und sehr gütig gehaltenen Art nahe, seine Veröffentlichung zurückzuziehen. Was ein solcher Rat über ein Egedy vermochte, wissen wir. Der Pfeil war abgeschossen und es war kein Gott mehr da, der ihn hielt. Das heißt, Egedy stand in einem Gewissenskonflikt. Loyalität dem König gegenüber, Loyalität meinem Gewissen gegenüber. Und dieser Gewissenskonflikt, ich sehe darin, in diesem Gewissenskonflikt, in dem er sich befunden hat, eine modellhafte Situation für Entscheidungen, vor die wir selbst gestellt sind, wenn wir also um unsere Haltung gefragt werden in politischen Fragen, in der Frage der Friedensethik beispielsweise. Egedy wurde 5 Tage später, musste er seinen Abschied vom Militär nehmen und war im Grunde genommen zur Unperson geworden in dieser Kleinstadt. Ja. Und auf der anderen Seite gab es kaum eine Zeitung in Deutschland, die nicht über ihn schrieb. Und alle Pazifisten, Anarchisten, Frauenrechtler, die vegetarische Bewegung, die Lebensreformer aller Art guckten auf diesen Mann und sagten, wer ist das? Ein Träumer? Ein Spinner? Ein Verrückter? Oder ein Prophet? Egedy zog nach Berlin, machen wir weiter, in die Spenerstraße 18. Da stehen die Nummern drauf und die nächste. Ah, hier sehen wir die ernsten Gedanken. Diese Schrift, also die gehen gleich weiter. Na, das ist hier, das ist diese kleine Schrift gewesen, der Titel. Und in Berlin standen damals bald die Reichstagswahlen an. Bevor ich darauf zurückkommen kann, muss ich jetzt ein Wort zu Bertha von Suttner sagen. Bertha von Suttner hatte 1889 ihr Buch Die Waffen niedergeschrieben. Und Egedy hatte dieses Buch auch gelesen. Und Bertha von Suttner kriegte natürlich auch mit, was sich da in Berlin um Egedy abspielte. Ein Offizier, der entlassen wird. Wohin wird das? Was hat der Mann für Gedanken? Und Bertha von Suttner las also die ernsten Gedanken und irgendwo dachte Bertha von Suttner und Egedy unabhängig voneinander, wir müssten Kontakt zueinander aufnehmen. Und dann kam das Jahr 1892. Und damals fuhr Bertha von Suttner mit ihrem Mann nach Berlin. Und in ihren Lebenserinnerungen lesen wir dann Folgendes. Eines Vormittags, nun während unseres Berliner Aufenthalts, ich hatte eben an Egedy geschrieben, um anzufragen, wann wir uns wohl sehen könnten, wurde mir sein Besuch gemeldet. Er trat ein, doch von diesem Mann und dieser Mitwelt leider viel zu früh entrissenen Erscheinung will ich nicht nur nebenbei erzählen. Deswegen hat der Egedy bei ihr so einen großen Raum gefunden und es kam
in dieser Zeit also zu einem Gegenbesuch. Eggedi, Bertha von Suttner besucht ihn also in der Spenerstraße und darüber schreibt sie Folgendes. Man hat dann einen so kleinen Einblick in die Familie dieses Menschen. Ich halte das deswegen für wichtig, weil ohne die Persönlichkeit ist im Grunde genommen sein Wirken überhaupt nicht zu verstehen. Ja. Am folgenden Tag, schreibt Bertha von Suttner, besuchten wir ihn in seinem Heim. Ein schöner, harmonischer Familienkreis, eine kongeniale Frau, geborene Fürstin, den Namen habe ich vergessen, und 10 Kinder. Freilich waren nicht alle zu Hause. Eine der Töchter diente ihm als Sekretärin. Es waren schöne Stunden, die wir in dem schlicht eingerichteten Heim verbrachten, in eifriger Rede und Gegenrede, an der sich die Frau und die großen Kinder beteiligten, über die erhabensten Ziele des menschlichen Ringens und Schaffens, Versöhnung, Frieden, Lebensweihe. Wir ziehen an verschiedenen Strängen, sagte Eggedi, aber es ist dieselbe Glocke, die wir läuten. Eggedi, für ihn gab es kein Zurück mehr. Er wollte sein Leben in den Dienst einer neuen Zeit stellen und deswegen kandidierte er, jetzt kann man weitermachen, kandidierte er 1893, als die Reichstagswahlen waren, für Berlin. Und dieses Plakat, was wir hier sehen, weil man das schlecht lesen kann, lese ich den Anfang und das Ende vor. Das war damals in Berlin an allen Litfaßsäulen zu finden. Und da heißt es folgendermaßen. Wieder ist also, ich erinnere, von selbstständigen Männern die Rede. Warum hatte ich vorhin gesagt, nicht? Also, ich bewerbe mich selbstständig um die Wahl in den Reichstag des ersten Berliner Wahlbezirkes. Ich gehöre keiner Partei oder Interessengruppe an. Ich diene mit klaren Zielen in unerschütterlicher Treue dem deutschen Volk, für dessen endliche und endgültige innere Befreiung ich kämpfe. Und ich erbitte mir daher für meine Wahl die Unterstützung der selbstständigen Männer aller Lebensstellungen. Eine durch nichts eingeschränkte geistige Selbstständigkeit und ein gegen jede materielle Vergewaltigung gesichertes Dasein sind die Bedingungen innerer Freiheit für den Einzelnen. Sie bilden die Grundlage gesunder der Vernunft und dem natürlichen Empfinden entsprechenden Einrichtungen im Vaterlande. Die Religion, eine dem Menschen angeborenes Bewusstsein, der Drang zum Guten, wird mit dem Siege des Guten unser Dasein beherrschen. Der Thron, eine im deutschen Empfinden geheiligte Einrichtung, steht fest nur im Herzen eines freien Volkes. Ich bin bereit, jeder Mann und jeder Gemeinschaft im ersten Wahlkreis über mein Denken und Wollen ausführlich und öffentlich Rede zu stehen. Berlin, Spenerstraße, 15. Mai 1883. Das hat Eggedi nicht nur so gesagt. Er öffnete jeden Dienstag also sein Haus in der Spenerstraße, eine ganze Etage, und diese Treffen, die liefen so ab, dass es immer etwas zu essen gab für jeden, der kam. Und anschließend gab es einen kurzen Vortrag und dann stand er jedem Rede und Antwort. In dem Buch findet man hier also eine wunderschöne Beschreibung von den Leuten, die dahin kamen. Da waren Leute dabei, die lebten nur von Körnern. Da waren Anarchisten dabei, die lebten nur für ihre Ideale. Und da waren Leute aus höheren Kreisen in demselben Raum dabei, die träumten von einer besseren Monarchie. Im Grunde genommen der gesellschaftliche Diskurs, der
in der Standesgesellschaft überhaupt nicht vorhanden war, der ereignete sich da. Es war eine Provokation für die politische Welt. Die verstrittene Sozialdemokratie rückte angesichts der Erscheinung Egedis zusammen und Egedi bekam also keinen Platz. Egedi blieb aber am Ball. Er brachte zwei Zeitungen heraus. Machen wir mal die Zeitung da. Die erste trägt den Namen, das ist wahrscheinlich die... Einiges Christentum. Und diese Zeitung, die erschien etwa im Vierteljahr und behandelte alle Themen, also zum Beispiel die vegetarische Bewegung, die Friedensbewegung, die Bodenreformbewegung. Und er schuf sozusagen eine Plattform, die für die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die an und für sich existierten. Und Egedi hatte aus der Begegnung mit Bertha von Suttner also auch die Friedensfrage in sein Thema aufgenommen. Das heißt, Bertha von Suttner, da kommt noch eine Zeitschrift danach, das war die nächste, die erschien auch noch nach seinem Tod kurz, die hieß Versöhnung. Und wenn wir hier die Versöhnung lesen, dann haben wir hier, da kann man noch fast lesen, also hier die Frauenbewegung steht da drinne. Und es sind im Grunde genommen die einzelnen Themen. Er schrieb zum Beispiel darin auch über die Verwandlung der Religion. Wie sollte eine Religion künftig gestaltet sein? Es gab mehrere Artikel über Tolstoi darin. Ja? Und es gab eine Geschichte von Tolstoi darin, die den Titel trägt, sozusagen mein Literaturtipp für Sie, das Kaffeehaus von Surat. Da treffen also in der Wüste alle möglichen Religionen zusammen und er setzt sich dann damit aus der Frage, wie ist das mit den religiösen Ansprüchen und der Wahrheit und dem Glauben. So, und Egedi hatte im Grunde genommen damals die Friedensfrage zu seiner zentralen Frage gemacht und Bertha von Suttner lud ihm unter anderem ins Ausland, nach Genf ein. Es gab in Berlin auch Friedenskongresse. Und was ist nun die zentrale Idee für Egedis Vision von der krieglosen Zeit? Er knüpfte also bei der Bergpredigt an und in der Bergpredigt lesen wir: Ihr habt gehört, dass früher gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage ihr euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Will jemand mit dir zu Gericht gehen und dir deinen Rock nehmen, so lass ihm auch den Mantel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, der seine Sonne über Gute und Böse und über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Wenn ihr nämlich nur die liebt, welche euch lieben, was habt ihr davon? Tun das nicht auch die Zöllner? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Egedi hat diese Sachen in eine politische Ethik übersetzt. Aber er sagte, wir dürfen nicht, darin ähnelt er beispielsweise Tolstoi und Gandhi, wir dürfen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Wir dürfen kein Handlungskonzept hinknallen, bevor wir nicht also unser Denken verändert haben. Deswegen
sagte Egedi, übersetzte Egedi die Botschaft wie folgt. Unsere Vorderen sagten 1000 Jahre lang, si vis pacem para bellum. Nochmal übersetzt von mir, das heißt, wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Wohin das führt, das erleben wir gegenwärtig, also in unserer Zeit, mit einer Deutlichkeit, vor der kaum jemand die Augen verschließen kann. Und eines Tages sagte Egedi nun, Sivi pacem para pacem. Wenn einer Frieden will, muss einer mit dem Frieden anfangen und nicht mit der Rüstung. Und das ist die große kopernikanische Wende, die Egedi uns also heute vorlegt. Diese Wende, die beginnt an Stellen bei dir, bei mir, vielleicht also auch bei solchen Festivals oder bei vielen Leuten, die gesagt haben, wir machen uns jetzt hier auf den Weg. Bei Egedi heißt es dann weiter, der muss anfangen, der sich seiner Kraft am fühlbarsten bewusst ist, der mit bestem Gewissen sagen kann, nicht aus Furcht vor dem Krieg lege ich die Waffen nieder, sondern als Liebe zum Frieden. Die Mannheit der Nation soll gewiss nicht verloren gehen. Zu ihrer Übung aber bedarf es für der nicht mehr des Kriegshandwerkes. Und Egedi hat über die Erziehung zur krieglosen Zeit gesprochen. Und was er verkündete, das schien sich für ihn auch zu bestätigen. Egedi war nach Genf geladen zu einer zu einem Friedenskongress. Er wurde der Audienz vorgestellt. Und dann ergriff Egedi selbst das Wort, der fließend Französisch sprach. Man hatte eben vorgestellt, dass er auf dem Schlachtfeld da und da gekämpft hat. Und in der französischen Delegation gab es damals einen Mann, der den Stift fallen ließ und seinen Augen nicht mehr traute, als er hörte, was da gesagt wurde. Da wurde nämlich gesagt, dass da einer war, der im Deutsch-Französischen Krieg an dieser und jener Stelle gekämpft hat, auf dem Schlachtfeld und in dieser und jener Stelle gemacht hat. Und dieser Mann aus dem französischen Friedensfreundelager, der das hörte, war selber Artillerieoffizier gewesen und stand dem Egedi also auf dem Schlachtfeld an einer anderen Stelle entgegen. Egedi hat im Grunde genommen die Versöhnung, an die er geglaubt hat, die er verkündet hat, also auch anschaulich erlebt. Das war so unerschütterlich für ihn. Mach mal bitte weiter, jetzt kommt nämlich ein interessantes Blatt. Als Egedi dann ganz plötzlich, na? Ich sehe meinen Cursor auch nicht. Also hier haben wir erstmal die Todesanzeige. Er sagte, er hatte sich Anfang des Jahres 98, Dezember 98, erkältet gehabt und hatte eine Vortragsreise nach Süddeutschland angesagt und sagte, ach, wegen einer Influenza bleibt man doch nicht zu Hause, und fuhr dann los, nicht? Und er erlebte dann also so einen Zusammenbruch, dass er einen Vortrag geben musste und kam dann völlig erschöpft und vom Tode gezeichnet am 15. Dezember 98 in Potsdam wieder an. Und die Kinder kamen über Weihnachten nach Hause und kurz nach Weihnachten starb er. So, und jetzt das Nächste. Und, mal sehen, ob wir das noch hinkriegen. Das war Egedis Lebensmotto, Religion
nicht mehr neben unserem Leben, unser Leben selbst Religion. Also Egedy war im Grunde genommen eine Verkörperung dessen, was er also unter Religion verstand. Diesen Zeilen, die hat er hier selbst geschrieben, und diese handgeschriebenen Worte, die hat er den Leuten, mit denen er sich nach seinen Vorträgen unterhalten hat, also oftmals so auf den Zettel geschrieben, mitgegeben. Ja, und ich hatte das irgendwo gefunden und habe das also in mein Buch also auch reingenommen, weil es also auch für mich selbst so etwas wie eine Verpflichtung ist. Jetzt kommen nur noch zwei Bilder und dann müssen wir durch sein. Na, ja, dieser französische Artillerieoffizier, der hieß Gaston Moche. Ja, und vor dem Ersten Weltkrieg, diese beiden Menschen, die hatten im Prinzip Egedy und Gaston Moche den Frieden vorweggenommen. Und die erste Schrift, die über Egedy erschien, ist, die erschien in Frankreich. Also Schrift sage ich nicht, kann ich Zeitungsartikel, davon waren die deutschen Zeitungen voll, erschien in Frankreich und liegt heute in der dritten unterirdischen Etage der französischen Nationalbibliothek. Wenn Sie da hinkommen, können Sie sich diese Schrift holen. Ich habe sie mir mal kommen lassen. Weiter? Ja. Egedy war natürlich die ganze Zeit polizeilich überwacht worden. Zu seiner Beerdigung nach Potsdam fuhren mit der Bahn damals aus Berlin zwei Leute, die mich auch beschäftigt hatten, publizistisch, nämlich Adolf Tamaschke, der Bodenreformer, ja, und Friedrich Naumann. Und die beiden saßen also im Zug, und Damaschke schreibt in seinen Lebenserinnerungen, als wir zur Beerdigung von Egedy fuhren und in der Bahn saßen, fragten wir uns, was wird wohl aus unserem Lebensweg werden, wenn wir eines Tages so plötzlich abberufen wurden. Egedy wurde die Beerdigung wurde polizeilich überwacht, und seine Anhänger hatten später diesen Stein in Potsdam dahingestellt mit seinem Relief. Und aus dieser Tafel steht eine Zusammenfassung des Wirken Egedys drauf in drei Worten, wie es seine Anhänger sahen in der Egedy-Bewegung. Ja, diese drei Worte heißen: Liebe ist Kraft. Ja. Und sie sahen in Egedy sowas wie ein Fels in der Brandung, nicht? Deswegen also auch dieser Fels hier. Gibt es da noch ein Bild? Nein. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine große Leistung, die Sie gebracht haben, sich einer völlig neuen Welt zu stellen. Herzlichen Dank. Nach dem Plan, wie das hier so abgelaufen ist, bleibt uns eine halbe Stunde. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die Möglichkeit geben wollte, also zu Kommentaren und Rückfragen, und dass ich zweitens noch drei, vielleicht haben Sie noch ein paar Ideen, ich hatte auch noch ein paar Ideen zur Thematik, was macht man nun mit der Botschaft und mit dem Lebenswerk eines solchen Menschen? Was hat er uns zu sagen? Was bedeutet er mir und dir? Und wozu regt er uns an? Können Sie nochmal den vollständigen Namen sagen? Ja, danke. Moritz Christoph von Egedy. Moritz Christoph. Ja, und sein Sohn, das ist sehr wichtig, ja, weil wenn Sie sich zu Hause damit beschäftigen, kann sein, dass Sie ins Grübeln kommen. Sein Sohn, der 1870 geboren wurde, trägt also auch den Namen Moritz von Egedy. Was ist das für ein Buch, was Sie da haben? Das ist das Buch, was meinem Vortrag zugrunde liegt. Hier, das ist von dem Verlag sozusagen, sind die Restbestände, ja. Also die großen Gedanken. Ja, mit Egedys, nee, nicht nur die ernsten Gedanken. Hier sind auch seine Vorträge drin, hier ist seine ganze Lebensgeschichte drin, und hier ist im Grunde genommen auch seine Würdigung drin. Also ein Gedicht von Erich Mühsam,
die Polizeiprotokolle, ja, wie Sie ihn überwacht haben, das finden Sie alles hier. Also das dürfen Sie. Machen Sie mal einen Werbeblock, was kostet das? Das kostet immer noch 10 Euro. Es sind also auch die allerletzten, na, das ist lange, vor langer Zeit erschienen, das Buch. So, und ich habe natürlich, also wenn Sie sagen Werbeblock, dann muss ich auch sagen, ich habe in der Corona-Zeit auch etwas über Dostojewski gemacht und über ein paar russische Mystiker, da habe ich auch noch was hier. Und über Tolstoi gibt es natürlich auch was von mir. So. Also das war quasi ein Vordenker, Pazifisten-Vordenker genau. Der damaligen Zeit. Ja. Da gab es ja im Prinzip so eine Friedensbewegung, gab es ja dann das gar nicht. Oder? Die hat sich damals also erst organisiert, nicht? Also zum Beispiel die Anarchisten, Gustav Landauer, die waren natürlich auch gegen die Militarisierung und gegen den Krieg. Und die Ideen Tolstois, also der natürlich den für die Verweigerung des Wehrdienstes eingetreten ist und nicht und Bertha von Suttner auch hat inspiriert hat, die sind damals nach Westeuropa rübergekommen. Und natürlich gab es eine große Bewegung von Tolstoianern, nicht? Sogar Theodor Fontane war im Grunde genommen ein Anhänger Egedis und ein Anhänger von Tolstoi. Ja? Der alte Fontane wurde in politischer Hinsicht eigentlich immer radikaler. Das weiß man heute kaum, nicht? Also deswegen sind die Innenansichten von früheren Zeiten, also für mich jedenfalls auch so interessant und die Auseinandersetzung, die man da geführt hat, so lehrreich. Ja. Bitte, die Stimme ausgehen. Also ich habe jetzt gerade gehört, es gab damals keine Friedensbewegung, aber es gab ja, ich erinnere mich, aber vor 300 Jahren ist Immanuel Kant geboren, ne? Und er hat diese berühmte Schrift zum ewigen Frieden geschrieben. Das war ja eine der wichtigsten Initiativen überhaupt, um einen ewigen Frieden, das klingt ja fast schon so ein bisschen wie das hier, ne? Zu schaffen. Er hat zwar selber auch gesagt, also ewigen Frieden, das kriegt man vielleicht auch im Bahnhof, auf dem Friedhof. Die Schrift war benannt nach einer Gaststätte neben einem Friedhof. Ja. Also, aber es war der Versuch, eine Ordnung zu schaffen, eine, woraus letztlich auch der Völkerbund und die ganzen Regeln, die auch heute noch theoretisch gelten, aber nicht eingehalten werden. Also er hat das im Grunde genommen vorgedacht, die ganze Sache. Kann man sagen. Gab es da auch eine Verbindung? Hat er darauf auch zurückgegriffen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Naja, man muss sagen, Egedi hat folgendermaßen gedacht. Er hat gedacht, ich muss in meiner Persönlichkeit ein Beispiel geben für alle Menschen. Mein Handeln, insofern war er ein angewandter Kantianer, ja, muss auch eine Norm sein können für jeden anderen in Deutschland. Und wenn jeder andere in Deutschland so lebt und wenn wir also in Deutschland also ein Vorbild sind für andere Völker, dann werden auch die anderen Völker ihre Rolle entdecken und ihren Beitrag entdecken. Er wollte sie nicht gleich machen, aber er meinte, dass alle Menschen, alle Völker in die gleiche Richtung zur Verwirklichung des Ideals wirken können. Aber das würde nie passieren, wenn nicht einer den Anfang macht, nicht? Und dafür hat er ja durch sein Auftreten also ein Beispiel gegeben. Und ich meine, es ist ja nicht nur Fontane als Bewunderer gewesen, es ist auch nicht nur Tolstoi gewesen. Solche Veränderungen, die überfällig sind, die liegen in jeder Zeit in der Luft. Nicht damals, ich meine, Sie kommen aus Werder, ich gehöre auch zur Christian Morgenstern Gesellschaft. Christian Morgenstern ist also auch ein Pazifist gewesen, ja, und den Pazifismus Christian Morgensterns, den hat bis heute noch nie jemand gewürdigt, ja, und dass ich habe Christian Morgenstern
war bei Ibsen und hat seine Dramen in Norwegen übersetzt. Und als der Egedy starb und so wirkte, da war er später nachher in München. Nicht? Die sind einander nie begegnet. Aber trotzdem haben sie, wie Egedy sagte, also an dieser Glocke auch geläutet. Nicht? Obwohl sie andere Stricke gezogen haben. Aber ich, bitte, ich will, Sie sollen Ihre Gedanken zuerst loswerden. Ja, bitte. Ich hätte noch einen Gedanken. Also es gab ja damals die Monarchie und ich denke, dass die vor dem Hintergrund der Monarchie das Bürgertum einfach auch sich stärker fühlte. Es war noch nicht so korruptiert, finde ich, wie in der heutigen Zeit. Die Monarchie war ja sozusagen da von Geburt an sozusagen. Das Bürgertum, also der Gegenpol, und hat gespürt, dass es quasi gegen diese Dinge auch angehen muss oder auch, und jetzt fehlt uns die Monarchie, also sozusagen der klare Grund, warum man die Stimme erhebt, sozusagen, ne? Und jetzt sind viele korruptierbar, ne? Wer ist nicht korruptierbar von den Bürgerlichen, meine Güte, sozusagen. Das ist es. Egedy hat sich gefragt, wo liegt eigentlich also das Hauptübel? Also begründet, ja, und Egedy hatte eine Diagnose, die ich anderswo nirgendwo in dieser Form wiedergefunden habe, und er war der Meinung, dass alle Übel, also im Opportunismus begründet liegen, und er war der Meinung, dass man diese Analyse auf alle Bereiche des Lebens übertragen kann. Also zum Beispiel, es ist ja nicht nur, wenn man ein politisches Amt haben will und man weiß, man muss Sachen vertreten, die man gar nicht will, dann nimmt man den Posten trotzdem, weil man verbeamtet ist und eine gute Sicherheit hat, nicht? Ich hatte eine schlecht besuchte Lesung der ersten Ausgabe dieses Buches in Potsdam bei der Urania. Und dann kam danach ein mir fremder Mann entgegen nach der Veranstaltung, der etwa 45 war. Und er sagte, wissen Sie, Herr Hugler, ich muss Ihnen mal was erzählen. Und dann sage ich, was denn? Er sagt ja, mein Freund hat Ihr Buch gelesen. Da sage ich, und? Naja, sagte der, ist so ein Mann, der sieht aus wie Thomas Gottschalk und wie Robbie Williams. Das heißt also, wenn der irgendwo auftaucht, jede Großmutter reicht ihm sofort ihr Sparbuch rüber, sagte er. Das ist Zitat, ja. Und der hatte ein Angebot gekriegt, für eine Versicherung zu arbeiten. Aufgrund seiner Erscheinung, aufgrund seines Charismas. Ja, und sage ich, und dann, was hat das damit zu tun? Er sagt, ja, nachdem er den Egedy gelesen hatte und seine Botschaft für sich übersetzt hatte, ja, hat er diesen Versicherungsvertrag genommen und hat ihn zerrissen und in den Papierkorb geschrieben. Und danach habe ich gesagt, jetzt weiß ich, warum ich an Egedy erinnert hatte. Ja. Ich sage, wenn wir selber nicht, wir können doch selber etwa mit unserer Erkenntnis ernst machen. Wir können auch etwas bewirken, nicht? Ich hatte damals, als ich den Bausoldaten gemacht hatte, im Chemiefaserwerk Wilhelmpiekstadt Buben gearbeitet. Vielleicht gibt es ein paar alte Leute aus der DDR hier. Wir hatten 5000 Mitarbeiter in dem Betrieb. 300 Lehrlinge saßen da und warteten auf den Bus. Ich kam also von der Untersuchung der Musterungskommission, und die fragten dann für mich, und wo kommst du hin? Und da habe ich gesagt, ich mache Bausoldat. Sagen, was? Also zu den Pionieren? Nein, habe ich gesagt, ohne Waffe. Haben sie gesagt, das gibt's doch gar nicht.
Und im nächsten Jahr gab es also dort 5 Leute, die die Waffe verweigert hatten. Und als ich später meine Stasi-Akte gelesen habe, habe ich gesehen, also das war der Anlass dafür, dass das Ministerium für Staatssicherheit also anfing, sich mit mir zu beschäftigen, nicht? 825 Seiten, 26 IMs, also, und da sagt man nun, als kleiner Mann kann man, oder kleine Frau, kannst du nichts bewirken. Aber wohl, ja, ich sage mal, was kann ein Riss in der Wand oder im Felsen bewirken? Plötzlich gibt es also einen ganzen Sturz, ein Dorf ist verschüttet. Und wenn da unten runter jetzt noch ein paar Geschütze gestanden haben, dann dürfen wir uns freuen, ja. Na gut. Gedanke meines Vaters hat er mir als Kind beigebracht. Ja, sowas wollte ich hören. Vater, Sie sagt, wenn nicht die Bösen Buben locken, folgen ihnen, sondern gehe ihnen voran. Lauter bitte. Die bösen Buben locken und dann? Folge ihnen nicht, sondern gehe ihnen voran. Das ist ja, was Sie gesagt haben. Die waren halt Bausoldat, sind voran gegangen. So habe ich bei mir auch damals, nicht ganz so dolle gemacht. Ich wollte an der innerdeutschen Grenze gehen, habe gedacht, wie auf Menschen möchte ich nicht schießen. Da kommst du irgendwann zur Armee, war nicht so. Und dann habe ich gelied in Hubert und Stock, weil ich gehe ja auch nicht auf die Richter, nicht erschießen, auf seine Gäste. Ich meine, nichts ist nur gut und nichts ist nur schlecht. Mit diesen bösen Buben entscheiden, was ist böse, was ist gut. Und gruppierbar, wenn es der guten Sache dient, ist es gut, aber wenn man Kriege damit anzettelt, Raub und Diebstahl. Was heißt denn, den bösen Buben vorangehen? Das ist ja, positiv, als Vorbild. Gute Sache. Also, dass die dir folgen dann, ja, okay. Einfach Vorbild sein. Ja. Neue Ziele. Das Gute ist natürlich, wenn man dann weiß, was gut und böse ist. Ja. Und da keine Waffe anzufassen, ist schon mal gut. Da kann man schon jemanden üben. Aber so weit muss man sich erstmal einig werden. Nee, kann man nur für sich tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Das wenn sie alle erschießen können, kann man das sich ist das höhere. Das ist der höhere Wert. Aber im täglichen, was ist heute richtig und was ist falsch? Ja, da hinten gibt es noch eine. Ja, genau. Ich habe das immer wieder Bedenken. Also komplexe Ereignisse, komplexe Prozesse zu reduzieren auf einfache Antworten. Ja. Also keine Differentialdiagnostik, wenn man so will, ja, ja, zu betreiben. Da muss man mit sehr großer Vorsicht genießen. Weil wir versuchen, solche Aussagen immer in unseren Alltag zu implementieren. Ja. Aber unser Alltag ist wesentlich komplizierter. Ja. Ja, weil man sagt, okay, da könnte man mit 20-30% ja, so Betriebsanleitung vorankommen. Ja. Aber die anderen 70 muss ich erarbeiten. Und das geschieht heute auch. Wir können solche also Beispiele, ich habe eben in Wikipedia geguckt, was darüber so geschrieben wird. Naja, je nachdem, wie man das sieht. Aber sicherlich, das ist eine harte Arbeit. Und wenn man diese harte Arbeit nicht annimmt, dann können wir neu anfangen. Das tun wir auch jetzt. Irgendwann genau. Wieder neu anfangen. Das ist toll. Es geht nämlich um die harte Arbeit zu erkennen, genau, wo das ich ist anfangen nur Arbeit. Kann. Alles ja. Arbeit, Nachhaltigkeit, ja. Ein bisschen dranbleiben, sonst... Ja. Das also, können wir neu anfangen. Ja, das ist also, das auch einer der Punkte gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, 3 Fragen zum Weiterdenken. Also meine Vorstellung von einem Workshop gehen natürlich weiter, als dieser Rahmen hier zulässt. Ja. Egedi hat sich zum Beispiel fortlaufend mit der Frage des Eides auseinandergesetzt. Also ich sage mal, ich war auch Schöffe bei Mürich. Ich sollte also auch ein Eid sprechen, nicht? Und wenn du jetzt also erstmal den Eid gesprochen hast, den Fahneneid, dann bist du verpflichtet, den Befehl auszuführen und danach kannst du dich beschweren. Also es gibt da noch tausend Dinge, da steckt so viel Potenzial drin. Genau. Also die Frage ist im Grunde genommen, wo ich gerne Egedi weiterdenke, ist also die Frage nach der persönlichen eigenen Tat. Ja, und da hatte Egedi ja einen Entschluss gefunden,
nach seiner Erkenntnis, nach seiner Überzeugung, wo er dem Opportunismus versagt hat mit der ganzen Konsequenz. Mhm. Da gab es kein Regiment, nicht? Und es ist sogar heute so, ich habe natürlich Angehörige der Familie Eggedy besucht und gefunden, aufgefunden, ja. Mhm. Und die sind nicht unbedingt alle stolz, also auf ihn. Und Eggedys Tochter Emmy, die 48 gestorben ist nach dem Krieg, hat ihre Lebenserinnerungen auch aufgeschrieben. Und sie war der Meinung, dadurch, dass er dem deutschen Volk ein Vorbild gegeben hat, wäre er ein Wegbereiter gewesen für die nationalsozialistische Idee. Also die, der wurde auch so interpretiert. Und der Eggedys Sohn, im gleichnamige Moritz, ist noch ein Zahnschärfer. Also der hat gedacht, also man müsste eigentlich also ein Edelmensch auch sein im Sinne der neuen Zeit und so ein Edel-Nazi werden, dass man also wieder so gut ist, dass man als Nationalsozialist auch wieder Vorbild ist, ja. Der war also aus einem alten Material geschnitzt und hat sich im Ersten Weltkrieg, weil der Kaiser hatte ja ein Flottenprogramm. Deutschland wollte ja auch die Weltmeere haben, aufgerüstet, nicht? Und der wurde im Ersten Weltkrieg zweimal getroffen. Dann war das Schiff, hatte ein Loch. Und der fuhr mit den Dampfmaschinen dann noch in den Hafen rein und hat vom Kaiser noch das Eiserne Kreuz gekriegt. Und der 75-jährige Kaiser hat den Moritz von Eggedy dann nach Dorn zu seinem Geburtstag geholt. Und jetzt komme ich wieder darauf zurück, die Familienangehörigen, die nach der Erscheinen des Buches sich bei mir meldeten, die sagten damals, also mein Schwiegervater, der zum Kaiserkreis gehörte, der war damals im Dorn beim 75. Geburtstag, vielleicht 33 oder so, beim Kaiser. Und da hätte der Kaiser zu ihm gesagt, der alte Kaiser im Exil, ja, wenn ich damals auf ihren Vater gehört hätte, hätten wir heute dieses ganze Schlamassel nicht, dann wäre es zu dem nicht gekommen. Nicht? Das sind natürlich späte Einsichten, also die zu spät gekommen sind. Aber es sind auch Belege dafür, dass da war noch ein Dorn im Fleisch und man hat da noch weiter gedacht. Ja? Und wir müssen uns im Grunde genommen mit diesen Sachen differenziert auseinandersetzen. Aber es ist... Es liegt da auch sehr viel Potenzial und sehr viel interessanter Stoff drin, ja. Also wenn ich Sie so verstehe, ja, ein Bild der von Eggedy, den ich nie vorher gehört habe, eine Bandbreite ab zwischen einem hohen Verständnis. Lauter bitte. Dann bildet dieser Mann eine Bandbreite ab für ein ganz hohes Verständnis von Systematiken, die es braucht, um das Leben für den kleinen Mann gut zu machen, ja. Um daraus einen homogenen Staat abzuleiten, wo es allen gut geht, und ein hohes Verständnis ebenso auf der anderen Seite, weil er von den Eliten geadelt worden ist nach einer Zeit des Dissens, ist es das, was ich rausnehme aus diesen Menschen. Hat er diese Bandbreite zwischen dem Kleinen und dem Großen? Würde ich sagen, ja. Also er ist natürlich, deswegen kam ich auf die Familie, er ist also von der Verwandtschaft verworfen worden. Und es gibt ein paar Dinge, über die Familie nicht spricht, ja. Ja, das ist die Frage, soll ich nun über meine Mutmaßungen sprechen? Wenn ich jetzt also einen Roman schreiben würde über Eggedy, dann könnte man solche Dinge entfalten. Ja, mache ich aber jetzt nicht. Ja, naja.
Also, weil ich finde, er hat uns doch eine ganze Menge zu sagen. Als ich das Buch geschrieben hatte, war ich in einer völlig anderen Situation. Ich hatte damals lediglich meine DDR-Vergangenheit publizistisch verarbeitet. Also ich bin zum Schreiben gekommen, ja, aus therapeutischen Gründen. Und weil man wusste dann, dass ich schon mal, kam ich dazu, und dass ich selber also die Wehrdienst verweigert hatte, kam ich dazu, mich dazu zu befassen. Und dann sind mir zwei Leute begegnet damals in seinem Spektrum von Leuten, also Leute, die von ihm inspiriert waren. Das war Adolf Damaschke und das war Bruno Wille. Es gab ja sowas wie den Friedrichshafener Dichterkreis, wie es also Worpswede in der Malerei gab, gab es Friedrichshagen vor den Toren Berlins, also da für die Literatur, wo Gerhard Hauptmann auch gewesen ist, und die Leute waren von EGB inspiriert, nicht? Und ich habe mich dann aus Langeweile eben damit beschäftigt und habe dann noch mein Adamaschke-Buch gemacht und mein Bruno-Wille-Buch. Und in meiner Religionskritik bin ich von EGB und von Tolstoi stark beeinflusst, in meiner Sozialkritik also von Damaschke und in meiner Kulturkritik von Bruno Wille. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, neues Leben kann man leben, aus dem Inneren erleben. Wovon lebten unsere Alten? Welche Kraft hat sie erhalten? Ja. Wir haben also ein Erbe, da liegt so viel Kostbares drin. Machen wir doch was daraus, ja, bitteschön. Ja. So, war das ein Schlusswort? Ja.